So, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute gibt es mal ein bisschen anderes Video. Heute quatsche ich mal eigentlich nur und erkläre ich eigentlich mal, warum ich den ganzen Scheiß mache und wie ich das in Zukunft gestalten möchte. Und jetzt geht's los damit. Wie fange ich an? Warum habe ich eigentlich mal den YouTube-Kanal gemacht? Ich habe den YouTube-Kanal mal angefangen mit einem geilen Rennmoped, weil ich euch einfach zeigen wollte, was wir Geiles bauen. In meinem Leben, die letzten 20 Jahre, habe ich dermaßen viel Motorsport gemacht, auch mit allen möglichen Fahrzeugen, nicht nur mit Simson. Ich bin Simson-Fan, ich finde Simson geil und nach wie vor ist die Lust auf Simson ungebrochen, aber ich habe mittlerweile bestimmt, weiß ich nicht, 15 bis 20 weitere Fahrzeuge, meistens zweirädrig. Ich stehe überhaupt nicht auf Autos, ist okay, es ist cool, auch Autos können schön sein, aber teure große Autos, das ist mir, geht mir wirklich echt am Arsch vorbei, auf Deutsch gesagt. Aber ich stehe total auf Motorräder und das in jeder Art und Weise. Also das heißt, ja, vom Rennmotorrad, selbst über Viertakter, ich habe sogar einen Automatikroller, das habe ich schon mal erzählt, schäme ich mich ein bisschen dafür, aber ich kann einen Dönerspieß völlig unzusammengeschnitten in dem Ding transportieren. Hat auch seinen Charme, mit dem Schleifer rumzufahren. Nicht, weil es geil fährt oder weil es gut aussieht, alles beides nicht, aber weil es pragmatisch ist und weil ja, der Haufen Schrott einfach auch nicht geklaut wird. Mein Moped, das ist einfach mal weg, wenn ich Pech habe. So, das nächste ist, ich mache ganz viel Motorsport. Ihr könnt mich sehen beim Motocross. Ihr könnt mich sehen beim Endurofahren. Ihr könnt mich sehen auf der Rennstrecke, selbst mit dem Pitbike. Auf der Rennstrecke mit dem Zweitakter mit einer KTM. Ich fahre viel mit meinem Moped, einfach durch die Botanik, um ein bisschen zu wheelen oder einfach eine schöne Tour zu machen. Und ich treffe so viele interessante Leute in meinem Leben, dass ich mir mittlerweile die Gedanken gemacht habe, warum mache ich in dem Kanal eigentlich nur Simson-Zeug? Langtuning steht für Simson, ist klar, völlig klar und ich bin der Chef von Langtuning, aber mein Leben ist viel zu kurz, um mich nur diesem einen Thema zu widmen. Und genau deswegen geht es jetzt damit los, dass der Kanal sich verändert und ich werde ja, die interessanten Sachen, die ich in meinem Leben so erlebe, euch einfach zeigen und mitteilen und ihr könnt euch den ganzen Rotz reinziehen. Ob ihr es gut findet oder nicht, das entscheidet ihr selber, wenn das nicht mehr mögt. Oder ich höre dann jetzt schon Sprüche so wie, da hat kein Simson-Video gemacht, das ist ja voll schlimm. Ich habe jetzt schon richtig schlechtes Gewissen, könnt ihr mir glauben. Nicht. Ich werde euch allen möglichen Mist, den ich so erlebe, ob ich auf der Rennstrecke bin, ob ich auf der Crossstrecke bin, ob ich ein interessantes Moped zusammenbaue. Das werde ich euch alles in den Videos, dort wo ich denke, dass das irgendwie relevant ist und interessant für euch, werde ich euch mitnehmen und filmen, wenn ich auf dem Prüfstand bin. Des Weiteren werde ich einige Streckenvorstellungen machen, auch für die Simson GP dieses Jahr. Wir haben geplant, dass wir die ganzen verschiedenen Rennstrecken, die in der Simson GP gefahren werden, vorstellen und die auch vorstellen wollen, einfach, dass ich erkläre, was ich dort machen kann, was da passiert ist, weil was viele von euch nicht wissen, jetzt mache ich mal Eigenwerbung, Mädels, hört zu, warte, anders, in meinem Alter sagt man, Töchter, haltet eure Mütter fest. Ich habe schon 11-mal die Simson GP gewonnen, habe auch in zwei anderen Serien schon ganz viele Siege eingefahren, habe jetzt insgesamt 12 Meisterschaften, ich habe sogar schon Autorennen gewonnen. Ich bin ein Typ, der die ganze Zeit irgendwie unterwegs ist, mit solchen Karren was zu tun hat oder mit solchen Menschen, die dasselbe machen. Und ja, deswegen wird das da einfach auch abwechslungsreich und in dem Fall auch interessant. Und dann werde ich eben auch solche Sachen sehen, wie Streckenvorstellungen von anderen Strecken. Das wird in Kürze kommen, selbst im Ausland nehme ich jetzt immer mal die Kamera mit. Und stelle ich mal eine Strecke vor oder habe interessante GoPro-Onboard-Aufnahmen. Habe jetzt momentan aktuell was vorbereitet, was in Kürze kommt. Ich würde sagen, das sollte den einen oder anderen interessieren. Da ist auch spektakuläres Zeug dabei. Habe sehr schönes Zeug aufgenommen. Oder wenn ich im Ausland bin und mache irgendeine Firma, die interessant ist, die ich besuche. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich nehme euch mal mit, wenn ich wieder zu Barrike zu Besuch gehe. Oder wenn ich auf die EICMA fahre, auf die größte Messe, die es in Europa gibt, und dann treffen wir dort Hersteller oder wir sehen verschiedene neue Sachen und ich nehme einfach die Kamera mit, zeige euch, was ich gut finde und interessant und erkläre was dazu. Und ich denke, das sollte den Kanal deutlich aufhübschen und ich habe eben viel mehr Content, weil ich merke, dass ich zwischendurch, fehlt mir ein bisschen der Simson-Content, weil es ist dann immer wieder so das Gleiche und ich merke dann, ach, jetzt könntest du aber auch mal, weil ich baue, ihr könnt es mir glauben, ich baue auch nebenher so viele geile Sachen und genau das werde ich jetzt mit euch teilen. Das war's mit dem Video heute. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Und ihr werdet einfach sehen, dass es dann weitergeht. Und ich hoffe, euch gefällt's.
In diesem Sinne, wie immer, sportfrei und bis später.